It's that zest, super bow. No, she must flow. Yeah, 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 yeah. It's that, yeah, yeah, yeah. Herzlich willkommen hier in der Kampfzelle, heute mit ein paar Bowler-Fights. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Chill kommt ihr mit einer Bowler-Attack. Wie ihr sehen könnt, mit einem Queen Walk hier am Anfang. Er hat noch 19 Bowler, einen Picker und drei Hexen hier dabei. Die Hexen sicherlich dann für den Tunnel, sowie den Picker. Die Queen kommt ja erstmal von 4 Uhr. Und er lässt sich hier schön Zeit. Lässt sie hier nach unten laufen. Ein Loon hier zur Unterstützung. Dass eventuelle Luftbomben für die Heiler gleich hier entfernt werden. Wie ihr sehen könnt, lässt er sich hier wirklich lange Zeit. Leider hat sich hier erstmal alles auf den Heiler, auf den Warden verständigt. Das heißt hier, die Queen muss leider gezündet werden. Der King und ein paar Bowler außenrum. Sah aus wie Absicht. Und die Wrestling Bowler mit den Hexen hier schön durch die Mitte. Den wurden hier zur richtigen Zeit gezündet, bevor hier die Riesenbomben und der Adler einschlägt. Gutes Timing hier von Schild. Und wir sehen können, die Bowler immer richtig im Wut halten. Sehr schön hier gemacht von ihm. Und dann wird natürlich auch richtig super aufgeräumt. Der Adler ist gleich weg. Hier durch die weite Reichweite der Bowler. Keine Chance hier für ihn. Die Hauptbowler laufen hier schön rechts rum. Die Queen wie immer ihren eigenen Weg. Einmal links rum. Aber das funktioniert ja super, wie ihr sehen könnt. Die Bowler hier auf der Seite super aufgeräumt. Keine Chance hier für die Base. Wir machen es etwas schneller, um hier den Rest noch anzuschauen. Sehr schön gemacht. Super geklärt hier. Die Queen, gerade so hier durch den Heiler noch etwas aufgefrischt. Sehr, sehr schöne 3 Sterne hier von Schild. Paddy kommt hier auch mit einem Bowler-Fight. Er beginnt von 2 Uhr circa mit einem Queenwalk. Ein Loon vorneweg für eventuelle Luftbomben und natürlich hier ein Babydrachen, um die Seiten hier schön zu klären. Unterstützt von einem Bowler, der sich um das AW-Camp gekümmert. Schön gemacht von Paddy. Die Queen zieht super hier Richtung gegnerische Helden. Das heißt, er kann in der Ecke die Clanbox setzen und die Hexen loslassen, um die Seite zu clearen. Die restlichen Bowler und die Helden in der Mitte los. Das heißt, alles läuft hier super in die Mitte Richtung der gegnerischen Helden. Dem Wut auf die Bowler und wie ihr sehen könnt, wird er richtig aufgeräumt. Der Warden rechtzeitig gezündet, bevor hier die Riesenbombe und der King gegrillt wird. Sehr, sehr stark. In der Mitte die Clanburg mit einem Gift, super ausgeschaltet, keine Chance hier für sie. Der King ist mittlerweile gestorben. Aber wenn ihr sehen könnt, so viele Bowler, die hier durch die Mitte der Base laufen. Richtig starke Macht hier von Paddy. Die Heiler kümmern sich super um die Truppen. Die Queen immer noch am Morgen hier. Jetzt wird der Single Inferno hier sie grillt. Rechtzeitig gezündet. Schönes Timing hier von Paddy. Jetzt lenken die Bogenschützen den Single Inferno ab. Das heißt, die Queen kann ihn hier ohne Probleme ausschalten. Kümmert sich nur um die Skelette. Außen die Bowler mit den Hexen vereint. Haben natürlich hier richtig, richtig gut Platz gemacht auf der Seite. Und gleich verbünden sie sich wieder hier, um den Rest der Base zu holen. Schön gemacht von Paddy. Das hat super funktioniert. So soll es sein. Noch ein paar Mauerbrecher, um hier die Base zu öffnen. Aber die Queen hat ihren eigenen Kopf, wie auch immer. So viele Truppen noch am Leben. Das heißt, die Base keine Chance hier, irgendwie sich zu verteidigen. Und die Queen immer noch am Walken. Das hat richtig, richtig gut funktioniert. Und dann werden es natürlich auch starke 3 Sterne. Bloodroot kommt mit einer Bowler-Attack gegen die Nummer 9 von Iron One, den Xerxes. Er kommt erstmal hier von unten mit dem Queenwalk, um die Seite für seine Bowler-Attack zu klären. Ein Babydrachen auf 6 Uhr zur Unterstützung mit einem Magier. Dass die Queen wahrscheinlich Richtung Norden, also Richtung 9 Uhr läuft.
Jetzt kommt er hier von 9 Uhr mit seiner Clanburg und ein paar Hexen, um den Tunnel hier vorzubereiten. Die Truppen, wie ihr sehen sollt, sollen hier in der Mitte durch den Jump in die Base rein. Noch zwei weitere Jump, um den Rest der Base komplett zu öffnen. Die Queen hier mit einem Wut richtig, richtig knapp an der Vernichtung dran, aber zur richtigen Zeit den Wut geworfen. Schön gemacht hier, super Timing von Bloodroot. Die zwei Jump, schön gesetzt, die komplette Base ist offen. In der Mitte den Warden zur rechten Zeit gezündet, bevor der Adler einschlägt. Richtig gutes Timing hier von ihm. Die gegnerische Queen schon ausgeschaltet. Der Gift kümmert sich um die Clanburg-Truppen. Super gemacht hier von Bloodroot. Die Queen außenrum allein unterwegs. Leider haben sich hier die Heiler ein neues Ziel gesucht. Sehr schade. Das heißt, die Queen kann hier noch etwas aufräumen, aber wird dann leider sterben. Rechtzeitig noch gezündet. Und in der Mitte, wie ihr sehen könnt, die Bowler und der King mit den drei Jump einmal durch die komplette Base unterwegs. Die Heiler hinter dem Warden hier, leider. Aber wie ihr sehen könnt, die Queen richtig gut noch am Aufräumen. Und dadurch, dass die Heiler hier immer wieder auf Vordermann gebracht werden, hat die Base natürlich keine Chance. Also hat es sich diesmal wirklich gelohnt, dass die Heiler hier das Ziel wechseln. Das kann ja auch mal passieren. Normalerweise mag man es nicht, wenn hier die Heiler von der Queen weggehen. Aber hier ohne Probleme richtig starke 3 Sterne hier von Bloodroot. Und der Single Inferno zum Schluss auch keine Chance mehr, irgendwas dagegen zu setzen. Starker Fight. Das waren die Bowler Fights. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wie immer dran denken, liken und abonnieren. Bis zum nächsten Video.